Hallo liebe Zuschauer von Fabela TV Geschichten und Spiele, hier ist Fabian und ich bin zurück in The Parallax. Und ihr erinnert euch sicherlich noch, wir haben gestern mit David kommuniziert, wir sind irgendwie mitten in einer Apokalypse aufgewacht und wir haben den guten David mit unseren Entscheidungen wahrscheinlich so richtig in die, wie sagt man, Scheiße geritten. Und er hat sich im Bad eingeschlossen und die Zombies sind über den Flur gelaufen und in die Wohnung eingedrungen und unsere letzten Nachrichten konnten nicht mehr zugestellt werden an ihn. Aber David ist zurück. Wie wir sehen, er hat uns eine Nachricht geschrieben und wir gucken sofort nach, was los ist. Sorry, war kurz weg. Oh Mann. Hey Alter, ich hab mir Sorgen gemacht. Keine Angst, mir geht's gut. Der Akku war leer. Und du wurdest nicht aufgefressen oder so? Mal sehen. Nein, alles noch dran. Keine Knabberspuren. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sie standen direkt vor meiner Wohnung. 40 oder 50 von diesen Kreaturen. Mindestens. Und sie haben angefangen, gegen die Tür zu hämmern. Einer nach dem anderen hat sich dagegen geworfen. Bis dahin hast du es ja noch mitbekommen. Dann ist unsere Verbindung abgebrochen. Wie gesagt, der Strom war alle. Das war's jetzt, dachte ich mir. Hatte schon meinen Frieden gemacht. Dann muss ich irgendwie für ein paar Minuten weggetreten gewesen sein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich noch immer zusammengekauert vor dem Klo. Da waren sie schon weg. Dann sind die SH-311 einfach wieder gegangen? So sieht es aus. Das Treppenhaus ist leer. Vor dem Haus sind auch keine. Kannst du dir das erklären? Nein, keine Ahnung. Aber ich kann mir auch nicht erklären, wieso sie es gerade heute auf mich abgesehen hatten. Oder wieso sich gleich eine ganze Gruppe versammelt hat. Ein Einzelner oder ein paar wenige, klar. Damit musste man rechnen, dass die irgendwann zufällig in das Haus stolpern. Aber gleich so viele? Ich kann mir das nur so erklären, dass ich, ohne es zu wissen, irgendetwas getan habe, durch das sie angelockt wurden. Und dann hat sie irgendwas abgelenkt und... Und sie haben mich wieder vergessen. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Hey Mann, ich bin total fertig mit den Nerven. Okay, was nun? Ich steig jetzt mal aufs Dach, um zu sehen, ob noch irgendwo in der Gegend ungewöhnliche Bewegungen zu registrieren sind. Das Smartphone lasse ich hier. Der Akku muss erst mal laden. Ich melde mich. Im Moment gibt es David nichts zu sagen. Versuche es stattdessen bei einem der anderen Chats. Und ihr seht, liebe Zuschauer, wir haben eine neue Nachricht bekommen von Unbekannt. Während also David sich auf den Weg oben aufs Dach macht, werden wir mal schauen, wer uns jetzt noch geschrieben hat. Hey, ich musste noch mal ins Labor. Wird spät. Wartet nicht mit dem Abendessen auf mich. Andrea hat einen Auflauf bereitgestellt. 5 Minuten in der Mikrowelle. Und ich schaffe es nicht mehr zum Supermarkt. Kannst du bitte frische Milch mitbringen? Ach ja. Jona hatte eine 1 in der Mathearbeit. Vielleicht kommst du an dem Laden vorbei, wo es diese Sammelfiguren gibt. Ich küsse dich. Supermarkt? Frische Milch? Mathearbeit? Hallo? Senden der Nachricht fehlgeschlagen. Sind Sie denn nicht von der Katastrophe betroffen? Senden der Nachricht fehlgeschlagen. Antworten Sie mir bitte. Ich kann Ihnen helfen. Senden der Nachricht fehlgeschlagen. Hier braucht jemand Ihre Hilfe. Senden der Nachricht fehlgeschlagen. So, da bin ich wieder. Vom Dach aus ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Sie scheinen sich genauso plötzlich wieder verzogen zu haben, wie sie aufgetaucht sind. Sieht so aus, als wären wir nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Übrigens, danke für deine Hilfe. Wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich sicher den Kopf verloren und etwas Dummes angestellt. Hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist nicht alleine. Ja, dafür bin ich dir auch dankbar. Nein, warte mal, mir hat jemand geschrieben. Irgendwo gibt es eine intakte Stadt mit Schulen und Supermärkten, in denen man frische Milch kaufen kann. Schulen und Supermärkte? Nein, die gibt es sicher nicht mehr. Doch, ganz sicher, das hat die Person geschrieben. Und? Weißt du, wer das war oder wo diese Schulen und Supermärkte sein sollen? Ich habe nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Na also, hör zu, ich verstehe, dass du Angst hast, aber sich irgendwo zu verkriechen und darauf zu warten, bis dich diese SH-311 doch irgendwann erwischen, das ist doch auch keine Lösung. Doch,
Das ist die einzige Lösung. Offensichtlich hast du Catherine kennengelernt. Catherine? So nenne ich sie. Ich glaube, in einer ihrer Nachrichten habe ich den Namen gelesen. Du wirst wahrscheinlich noch weitere Messages von ihr erhalten und sie wird dir nie antworten, weil sie das gar nicht kann, weil sie schon längst nicht mehr am Leben ist. So wie alle anderen. Aber sie hat doch geschrieben. Das sind Echos. Echos einer Zivilisation, die tragischerweise, und das darfst du mir glauben, völlig vernichtet wurde. Mann, je mehr du versuchst, es zu erklären, desto weniger Sinn ergibt es. Was machen Menschen, wenn sie sich von etwas bedroht fühlen oder etwas nicht verstehen? Verstecken? Sie machen Fotos davon und teilen es und senden Kommentare durch die Gegend. Es ist eine Eigenart der Medien, Katastrophen vorwegzunehmen, um sie, wenn sie denn eintreten, nicht mehr so katastrophal erscheinen zu lassen. Und sobald sie da sind und man dennoch nicht damit klarkommt, werden sie eben so lange potenziert, bis jeder im Rudel das eigene Problem hinlänglich zur Kenntnis genommen hat. Hä? Was ich damit sagen will, wir können jetzt miteinander kommunizieren, weil das Telekommunikations- und Stromnetz glücklicherweise so weit automatisiert wurde, dass es völlig autark funktioniert und die ganze Katastrophe überstanden hat. Das ist fast ein Wunder, wenn man es recht bedenkt. Aber zu dem Zeitpunkt, als langsam das ganze Ausmaß der Sache offenbar wurde, waren die Mobilfunknetze das Erste, das in die Knie ging. Viel zu viele Nachrichten, die Netze waren der Last nicht im Entferntesten gewachsen und der Datenberg wuchs mit jeder Sekunde an. Ein Großteil konnte gar nicht mehr zugestellt werden, weil ihre Empfänger schon nicht mehr im Netz registriert waren. Die Systeme sehen aber vor, diese Daten abzuspeichern, bis sie gegebenenfalls einmal abgefragt werden. Dazu noch die Regierungsbehörden, die vorsorglich alles doppelt und dreifach aufzeichneten und sicherten. Dadurch wurden die Datenbanken teilweise ungewollt überschrieben oder doppelt belegt. Es kam zu Inkongruenzen und korrumpierten Datensätzen. Teilweise flossen die Backup-Systeme über und wurden erneut in den Stack eingespeist. Geht's auch etwas weniger nerdig? Ja, das tut es. Was du bekommen hast, sind Phantomnachrichten, die letzten Echos der Toten. Sie haben ihr Ziel nie erreicht und geistern seither durch das System. Catherine ist schon lange tot und es gibt auch keine Schulen oder Supermärkte mehr. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Gut. Und du hast auch schon Nachrichten von dieser Catherine bekommen? Einige. Alle paar Tage kommen zwei oder drei, manche wiederholen sich immer wieder. Du kannst mir glauben, beim ersten Mal bin ich ausgerastet vor Aufregung, aber irgendwann habe ich bemerkt, dass sie genauso krepiert ist wie alle anderen. So, ich brauche dringend etwas zwischen die Zähne, was meinst du? Instant-Nudeln mit Marmelade oder Marmelade mit Instant-Nudeln, Instant-Nudeln mit Marmelade. Gute Wahl. Bis später. Oh nein! Kommen Sie doch zurück? Nein, aber das Smartphone hat nicht voll geladen. Der Akku steht nach wie vor bei nur 17%. Ist es kaputt? Funktioniert aber ansonsten tadellos. Moment. Nein, das Licht und alles andere funktioniert. Strom ist also noch da. Das ist doch wirklich nicht zu fassen! Ja, was denn? Man stellt sich das ja immer so vor, dass wenn die Apokalypse beginnt, man nur noch wichtige Probleme hätte. Wie zum Beispiel, finde ich genug zu essen? Wo kann ich mich verstecken? Oder bin ich morgen noch am Leben? Das hat natürlich auch eine gewisse Relevanz, aber jetzt ist es doch wirklich das Ladekabel, was im Eimer ist. So ein Mist! Ja gut, aber du bist noch am Leben, hast zu essen, das ist doch nicht so schlimm, oder? Und ob das schlimm ist, sobald der Akku leer ist, kann ich dir nicht mehr schreiben und niemandem mehr schreiben. Und überhaupt habe ich dann keinerlei Hoffnung mehr, jemals wieder mit einer lebenden Seele Kontakt aufnehmen zu können. Ich habe dir das nicht erzählt, aber bevor wir uns gefunden haben, war ich kurz davor aufzugeben. Ich war drauf und dran, mir irgendwo eine möglichst große Gruppe von diesen Biestern zu suchen, mich mit einem vollen Benzinkanister hineinzustürzen und bei meinem Abgang möglichst viele von denen mitzunehmen. Um ehrlich zu sein, hatte ich schon alles vorbereitet. Ich hatte aus ein paar herumstehenden Autos genug Sprit für ein schönes Feuerchen gesammelt. Der Kanister lag seit Tagen unter meinem Bett und es hätte nicht mehr lange gedauert. Dann hätte ich es getan. Ich halte diese Einsamkeit nicht mehr aus, auch wenn du nur am Telefon sitzt. Immerhin können wir uns hier unterhalten. Ich muss unbedingt einen Ersatz für das Kabel auftreiben. Gibt's einen Elektronikmarkt in der Nähe? Ja,
Daran habe ich auch schon gedacht. Wenn ich mir ein Auto borge, bin ich in ein paar Minuten dort. Und dann kann ich auch gleich ein paar andere Ersatzteile und Ausrüstungen mitnehmen, die vielleicht noch nützlich werden könnte. Okay, los geht's. Okay, gib mir ein paar Minuten. Ich melde mich, sobald ich ein Auto gefunden habe. Okay, ich habe einen Wagen gefunden. Der Schlüssel steckt, wahrscheinlich fluchtartig stehen gelassen. Manchmal wüsste ich schon gerne, welche Schicksale mit den Dingen verbunden sind. Egal, die Maschine läuft. Hit the road, Jack. Los geht's! Fahr vorsichtig, Mann. Sicher doch. Aber hey, das Gute ist, ich kann dir schreiben, während ich am Steuer sitze. Meine Straßen, meine Regeln. Was siehst du? Nicht zu viele SH-311 unterwegs? Nee, alles ruhig. Ein paar vereinzelte SH-311, aber die sollten keine Gefahr für mich darstellen. Aber ich muss mich doch auf die Straße konzentrieren. Melde mich, wenn ich am Markt bin. Bis gleich. Seit die ganze Welt umgekippt ist, kommt es mir so vor, als sei alles nur noch grau getönt. Und ich meine das nicht im kitschig metaphorischen Sinn. Ich weiß auch nicht. Hör nicht auf mich. Hier spricht nur der letzte Überlebende, der langsam den Mut verliert. Du darfst nicht aufgeben, Mann. Keine Sorge. Ich werde durchhalten. Ah, nicht doch. Verdammt. Was ist los? Circa 200 Meter vor mir. Da stehen ungefähr 3 Dutzend SH-311 mitten auf der Straße. Sie versperren mir den Weg. Haben sie dich bemerkt? Nein, das nicht. Aber sie blockieren die ganze Straße. Ausweichen geht auch nicht. Links und rechts neben der Straße ist kein Platz. Auf der einen Seite ist eine Bushaltestelle im Weg und auf der anderen Seite schließt die Mauer eines Fabrikgeländes direkt an den Straßenrand an. Was mache ich denn jetzt? Liebe Zuschauer, ich beende an dieser Stelle die Episode, aber nicht ohne euch die Frage zu stellen. Was soll David jetzt machen? Soll er eine andere Route nehmen? Oder soll er versuchen, mit dem Auto durchzubrechen? Ich mache hier oben die Abstimmung, stimmt ab, und ich werde dann die meistgenommene Antwort in der nächsten Folge nehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis dahin, ciao.